Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Friday the 13th. Wir haben es endlich wieder in eine Lobby geschafft und entsprechend hoffe ich, dass sie sofort voll wird, dass wir auch relativ schnell wieder ins Spiel kommen können. Wäre natürlich der super Fall, aber man weiß ja nie, man weiß nie. Wir können uns erstmal auf Ready stellen. Ups. So, einmal Start drücken. Jetzt sind wir bisher zu sechst. Wenn jetzt William auch noch auf Ready geht, dann startet das Spiel auch mit sechs Spielern. Dann ist es halt so. Können wir mit leben. Wird ein bisschen schwierig werden, dann bei Jason zu überleben. Je nachdem, was wir dann auch für Möglichkeiten haben. Ob wir ein Boot haben, ob wir ein Auto haben, ob wir Polizei rufen können. Oder ähnliches. Davon hängt's ab. Das ist dann unsere Bürde. Oh, sehr schön. Kam noch jemand hinzu? Das ist ganz toll. Der ist jetzt auch fertig. Oh, 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 oh. Ja, schnell gemutet. Gerade noch hingekriegt. Sehr schön. Tja, da geht's auch schon los und wir werden dann gleich auch wieder sehen, wer oder was wir sind. Ich schalte uns natürlich auch gleich wieder ab. Kann ich auch jetzt schon machen. Da sind wir weg. Es wird auf die Spieler gewartet. Wir sind schon drinnen mit einem tausender Ping. Oh, die anderen kommen auch. Auch mit einem ebenso hohen Ping. Macht aber gar nichts. Ja, so 100 Millisekunden oder sowas, da können wir mit leben. Das ist gar kein Problem. So auch 150 Millisekunden. Gar kein Problem. Da wird nicht so viel bei passieren. Aber bei 800, also bei einer Sekunde Verzögerung, das ist schon heftig. Das Match startet in 3 Sekunden. Packenack Lodge, 1984. Bobby, 1984. Und es ist der alte Jason, der erste. Dann wollen wir mal schauen. Oh, wir sind Jenny. Wir sind Jenny Myers. Dann wollen wir mal gucken. Irgendwo was Nützliches finden. Oh Gott, was werde ich tun? Müllkarte. Können wir wieder nicht gebrauchen. Auch nichts. Mensch doch. Fit doch mal was Nützliches. Streng dich ein bisschen an. Oh, Bärenfalle wäre nicht wenig nützlich. So, wir gucken aber erstmal unten. Ne. Hier vielleicht im Hinterstübchen. Oh, wir haben schon mal etwas, womit wir uns ein wenig wehren können. Ich gehe davon aus, dass es uns nicht viel bringen wird. Haben wir hier irgendwas? Nö. Oh. Radio. Was ist das für eine Mucke? Oh. Das ist eine ganz seltsame Musik. Oh, oh. Warum steht denn hier draußen was? Was man durchsuchen könnte. Das mit der Musik finde ich gerade ein bisschen seltsam. Da war gerade. Schnapp dir den anderen, bitte. Was ist das denn hier für eine komische Musik? Ja, das ist so mies. Ja. Wo ist Jason jetzt? Wollen ja von ihm fort, nicht noch in seine Arme rennen.
kriegen schon ein bisschen mehr Angst. Ich frage mich immer noch, was das für eine seltsame Musik ist. Das ist eine ganz komische Synthesizer-Mucke. Weiß der Geier, was das war. Also, habe ich ja noch nie gehört. Gab es irgendwie ein Update, dass ich das nicht mitbekommen habe? Oh, hier nehmen wir erstmal Fackelpistole da. Leuchtpistole. Fackelpistole. Was habe ich mir denn bei dem Ausdruck gedacht? Wenn es leuchtet wie eine Fackel und eine Pistole ist. So. Hier haben wir scheinbar nichts. Auf jeden Fall nichts Nützliches. Wir haben kein Boot mit im Spiel. Macht aber nichts. Wir machen erstmal zu. Bis 5 Punkte. Haben wir schon mal 5 Punkte. Noch ein Radio. Und was haben wir hier im Hinterstübchen? Oh, noch ein Spray. Sonst leider nichts. Wir kriegen auch weiterhin immer mehr Angst. Oh! Es hat jemand die Polizei gerufen. Das ist doch durchaus vorteilhaft. So, da können wir nur hoffen, dass wir Wovor haben wir Angst? Warum schreit sie? Ich habe Jason jetzt nicht gesehen. Oh, da ist noch eine Holzhütte. Eine Holzhütte. Bei der wir gerade nichts machen können. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre uns hier irgendwo in der Gegend verstecken. Ich denke, er wird jetzt bei 3,55 noch nicht hier suchen. Und wir haben im Moment nichts, wodurch wir uns losbrechen könnten. Vielleicht sollten wir uns auch einfach hier irgendwo verstecken. Bleiben wir mal hier im Gebüsch. Ja, dass wir es schaffen, ist das Wichtigste. So, wäre schön, wenn sie ihre Angst wieder zurückgeneriert, damit wir weniger von ihm erkannt werden können. Sein Radius sich verkleinert. Jetzt gucken wir mal. Oh, da stehen noch welche. Ah, die sind, glaube ich, gerade am Kämpfen beim Auto. Gibt's schon einen Toten gibt's. Einen Toten gibt's. Hier noch was zu finden? Nee. Also ich denke mal, der wird hinten irgendwie bei der Packenack Lodge sein. Oder da oben, wo sich die drei bewegen. Hier hätten wir es vermutlich mitbekommen. Da hätte die Musik uns das schon irgendwie angezeigt oder so. So. 2 Minuten noch. Boah, ich hasse diese Musik. Was auch gemein ist, ist, dass man die Schulterperspektive nicht wechseln kann. Man kann nur über eine Seite der Schulter von ihr gucken. Ich hoffe, wir sind hier am richtigen Ausgang. Nicht, dass wir noch zu dem ganz anderen müssen. Tommy Jarvis ist auch gerufen worden, wie wir hier sehen können an unseren Objectives, die wir zu erfüllen haben, damit
etwas passiert, damit wir entkommen können. So. Eine Minute gleich noch. Ja, wenn die Polizei gerufen ist, dann möchte ich ganz gerne auf Nummer sicher gehen. Schön safe sein. Zusehen, dass wir überleben. Das denke ich mal unser aller Wunsch. Klar, es ist weniger spannend so, aber ja, was soll ich sagen? Jason ist halt ein übermächtiger Gegner, ne? Und da halte ich das für durchaus simpel, dass man das so macht. Oh, da oben passiert was beim Auto. Steigen die ein? Ich weiß es nicht. So, jetzt können wir uns, glaube ich, langsam aber sicher in Richtung Straße bewegen. Ganz, ganz langsam. Ganz, ganz sicher. In der Hoffnung, dass wir da nicht gleich abgefangen werden. So. Bisschen schneller vielleicht. Jawohl. Und jetzt können wir rennen. Oh, ich wollte noch gar nicht raus. Aber macht ja nichts. Wir sind escaped. Jawohl. Survived. Wir haben es geschafft. 11 Minuten geht das Spiel noch. Wir gucken mal, was die anderen so machen. Oh, sie ist schon angeschlagen und versteckt sich in einem Schrank. Ist das jetzt die Mucke, wenn Jason in der Nähe ist? Kann sein. Das ist richtig so 70er, 80er Jahre Musik nachempfunden. Ja, Jason ist in der Nähe. Wie fies. Was für ein Soundtrack. Da haben die den Soundtrack überholt. Ah, die anderen beiden sind auch gerade survived. Escaped. Jawohl. So, jetzt geht's nur noch um diese beiden hier. Was machst du da, du Troll? Ja, rausklettern wäre auch eine Alternative. Was ist das? Jason in einem Jogginganzug oder was? Was war das denn bitte? Hängt die Musik mit dem Jogginganzug zusammen? Das kann doch nur ein Bug gewesen sein, oder? Ja, Mäuschen, wo willst du jetzt hin? Läufst du zu einem Ausgang oder auch nicht? Du hast ein Radio dabei, Taschenlampe hat man sowieso dabei, eine Machete hast du noch dabei. Eine weiße Haarsträhne? Ja, die ist schon ein bisschen älter geworden. Kurze Zeit. Aber bei ihm ist es auch irgendwie so ein bisschen. Keine Ahnung, ob das nur bei mir so aussieht. Okay, Jason ist wieder in der Nähe. Oh. Die Musik wird lauter. Da hinten kommt er. Echt jetzt? Echt jetzt? Der hat ihn nicht gesehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So ein Witz, oder? Oh, da ist er. Jetzt hat er sie doch gesehen. Und Shifting, oder? Nee, doch nicht.
Sie ist entkommen! Tja, Jason. Warum hat denn Jogginganzug an? Das ist ja... Das ist ja richtig seltsam. Und lässt er sich nochmal erschießen? Jogginganzug, so leichenweiße Hände. Das ist ja... Keine Ahnung. Was machst du da? Ich habe keine Ahnung. Zeit schinden. Aber das muss man erstmal wissen, dass das die Musik ist, wenn Jason irgendwie in der Nähe ist. Den. Polizei. Strand. Und die Lodge. Ja, sehr gut. Echt sehr gut. Der ist in der Nähe. Und jetzt? Ich glaube, der ist am Arsch, oder? Echt jetzt? Was glaubt er da gerade zu machen? Was? Was zum Teufel macht ihr da? Echt jetzt? Das war ja... You were kicked. Host has left. Echt jetzt? Keine Punkte. Was ist denn da schiefgelaufen? Das hat uns jetzt... Ah, das hat uns keine Punkte gebracht. Das ist ja wohl voll die Frechheit. Ah, wie mies. Wie mies. Ja, dann... Hier können wir ja nichts machen, ne? Nein. No. Aber wir können noch ein bisschen Perkwalls machen. Wild Wanger. Slugger, start the match with a baseball bat in hand. Melee damage is also increased. 6% mehr. Und die Stun Chance decreased. Boah, das macht nichts, aber das ist ja auch mal nicht schlecht. Und könnte man mit einem Baseballschläger in der Hand anfangen, hätte man wenigstens gleich etwas, um sich wehren zu können. Nochmal Slugger. Damage um 8. Ja, dann können wir den auch gleich wieder verkaufen. Den blauen, den schlechteren. Schlage ich vor, machen wir direkt weiter mit einem Perk Roll. Control Breathing. Das ist der neue. Der ist ja auch ganz schlecht. Wir haben das mit den Cops noch. 16% faster arrival und 30% faster. Ja, wozu brauchen wir dann den noch, ne? Den Cophead, den benötigen wir nicht. Wenn wir davon Epic haben. Zu. Best wäre alles als Epic. Easy Listening. Und zwar Being in proximity of a radio playing music boosts stamina recharge rate. Also unsere Ausdauer wird schneller hochgehen, wenn wir in der Nähe eines laufenden Radios sind. Ist auch nicht unbedingt schlecht. Warum darf man nur 3 Perks auswählen? Das ist so ärgerlich. Und was kommt jetzt? Na? Ich hab doch schon gedrückt. Hallo?
Hallo? Kollege, wir machen hier einen Perk-Roll. Was denkst du jetzt zu tun? Grease Monkey. Da haben wir ihn. Car Starting and Restarting Times Decreased. 15% schneller, aber das ist wieder so ein grauer. Wir haben ihn allerdings noch nicht. Lassen wir also erstmal stehen. Wir machen weiteren Perk Roll. Oh. Perk Roll. Wir haben gedrückt. Das war schon. Heavy Sleeper. Den Heavy Sleeper haben wir bekommen. Davon haben wir schon einen besseren. Tja, dann kommt der wieder weg. Ich glaube, dann belassen wir es einfach so bei 7000 Punkten. Wir haben hier ein paar nette Perks dazu bekommen. Müssen wir mal schauen, was wir gegebenenfalls mal auswählen und was auch nicht. Karte würde ich auf jeden Fall immer drinnen lassen. Heilungsspray. Naja, wir finden relativ häufig ein Heilungsspray in Badezimmern und so weiter und so fort. Und da weiß ich jetzt nicht, ob wir unbedingt eins behalten müssten. Ausmachen. Gut. Das sage ich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Friday the 13th. Ciao.